Du hältst unser Haus und herzlich willkommen! Und heute geht's um die zweite Episode von Montez, aber mehr zu nach dem Intro. Morgen, good morning, bienvenue. Salvete. Skipoli. Okay, ja, also das war jetzt unser Sprachentalent. Ja. Vielen Dank. Für die Blumen. So, Montez kennt ihr schon, das Format eventuell. Vielleicht kennt ihr es nicht, weil ihr neu seid. Und zwar haben wir schon meine erste Episode, aber da waren wir noch nicht zu sehen, hier so mit Gesicht und so. Da kann man noch shy. A little bit shy. Shy heißt schüchtern. Der Unterschied zwischen Montez und... Nein! Vlogs, so. Ich will es kurz erzählen, ist, dass wir bei Vlogs rumgehen und die Kamera wackelt auch ein bisschen. Hö. Was dann in diesem Monat passieren wird, und zwar Mitte des Monats. Ja, und hier sind dann der gewohnten Kulisse und sagen euch tausend Sachen. Und da fangen wir auch direkt schon an, was auch schon im letzten Monat war. Und zwar, was lesen wir momentan eigentlich? Ehrlich? Das ist natürlich jetzt schlau. Ich habe nämlich, was wir Video eben gedreht haben, immer aufgestapelt, ich muss es von unten nehmen. Ja gut, jetzt mach. Wir haben nicht so viel Zeit. Ja, ich kann auch nichts. Doch. Das erste Buch ist von Colin Macbeth. Zorn ist kalt, das werde ich jetzt anfangen. Oder wenn ihr das Video seht. Habe ich schon angefangen. Rezensionsexemplar vom Blob Olé Verlag. Und alles wunderbar. Ja. Ich lese momentan Dark, habe ich leider zu Hause gelassen, wie eigentlich immer jedes Buch, falls ich es irgendwann mal zeigen wollte. Ist immer bei mir so. Auf jeden Fall habt ihr... Wir sagen... Was redest du so schnell heute? Auf jeden Fall, das Cover ist diesmal nicht eingeblendet, aber wir... Ihr könnt ja mal im One-To-Read oder Neuzugänge nachschauen. Da findet ihr nämlich das Buch und auch jegliche Details zu den Zorn ist kalt und Dark. Was wir als nächstes lesen werden, dann machst du am besten. Ja, da fange ich liebend gern an mit meinem Buch. Ich weiß nämlich schon, was ich lesen werde als nächstes. Nach Dark, und zwar... Die Auserwählte von Jennifer Bothworth. Ja. Ist ein Rezensionsexemplar von Goldman. Vielen Dank, Goldman. Ich sag irgendwie immer danke, weil wir das so. Ich fand's irgendwie so toll, dass die positiv geantwortet haben. Also falls ihr mitgezählt habt, wir haben jetzt glaube ich schon insgesamt 3 Rezensionen hochgeladen. 2 von Goldman, 1 von Blauvalet und die nächsten werden folgen. Das nächste Buch, haben wir schon im Top-Video gesehen, aber seitdem habe ich irgendwie voll Lust drauf. Und das ist nämlich Tote Mädchen lügen nicht von Jay Asher. Das ist also wirklich eine schöne. Wenn, dann hättest du so unten halten können und so sehr beautiful aus. Aber beautiful. Aber jetzt hat es einen Buchstaben damit. Und jetzt mach weiter schnell. Okay. Das sieht hier so ein bisschen orange aus, aber das ist rot. Habe ich gerade irgendwie richtig Bock drauf. Es hat nämlich auch nur 280 Seiten und auf wenige Seiten habe ich gerade irgendwie Lust. Lustig. Kommen wir dann zum nächsten Buch, zwar der erste Teil einer Trilogie, und zwar von Terry gelöscht. Der letzte Teil, falls ihr es noch nicht wusstet, wurde der Name letztens geändert. Also er hieß eigentlich Vernichtet, aber da der dritte Teil von Ursula Poznanskis Trilogie, Die Verratenen, hieß ja der dritte Teil, also der letzte Teil, Die Vernichteten, und deswegen musste der Name geändert werden. Musste. Deswegen heißt er jetzt Bezwungen. Ich versuche aber, wenn ich die beiden Bücher, die ersten beiden Bücher habe, dass ich den letzten noch alles vernichtet bekomme, weil das gibt es noch im Internet zu kaufen. So, und jetzt, dann kommt die Bibel. Jetzt kommt die Bibel, und zwar von Cassandra Clare, City of Glass. Der dritte Teil der Reihe hat fast über 700 Seiten. Ja, ich weiß noch nicht, es ist für mich so ein Dezemberbuch, deswegen wird es wahrscheinlich erst im Dezember gelesen. Aber falls ich die drei Bücher richtig durchrattere, wirst du diesen Wort noch lesen, weil ich aber nicht glaube. Sicher, du wirst diese beiden Bücher auch drei, zwei, eins Bücher schaffen. Ja, wir haben es 1, 2, 3 Minuten gespart. Wow, wir sind echt super. Ich entschuldige mich jetzt schon, falls ich so oft so komisch schaue, also so komisch. Wir haben so eine Perspektive, wo wir uns selbst sehen können, und ich sehe mich natürlich selbst. Okay. Dann fangen wir auch direkt weiter an mit den kommenden Videos. Sag mir, was kommt denn noch vom Video?
nochmal, zu tut mir leid, der das Licht ist gerade nicht so gut, weil es gerade abends ist und die Sonne geht bald jetzt unter. Also es ist ja schon wie Winter, nee, Herbst. Kommen wir zu unseren kommenden Videos, weil im Winter werden natürlich auch ein paar Specials kommen. Auf jeden Fall kommen in diesem Wort noch das Tribute von Palm Mockingjay Special, worauf wir uns richtig freuen, weil der Film wird bestimmt mega geil. Es gibt zwar schon Kritiken, wo gesagt wird, es sei nur die Warteschlange von der Achterbahn, dass 3.2 noch viel, viel besser sein sollte als 3.1 Teil. 3.1, 3.2. Ich glaube, die Zuschauer da draußen oder du da in dem Bildschirm verstehst du nicht, oder? Verstehst du nicht. ja, außerdem kommen müssen so gegen Ende des Monats das Wort besucht. Wanzugänge! Und da geht es hauptsächlich um mein Buch, das am 21. Wir sagen aber nicht mehr so viel, wer unsere Videos guckt, der weiß wahrscheinlich, was wir meinen. Wenn nicht, dann müssen wir euch überraschen lassen, denn das ist ja auch der Vlog. Ja. Oh mein Gott. So, oh mein Gott. Dann gehen wir weiter zu dem Want to Read. Da hatten wir ja mal vor zwei Monaten gesagt, dass wir jetzt so Challenges machen. Die haben wir aber eingefroren, also nicht weitergemacht, weil wir nicht so motiviert davon waren, das zu machen. Das waren zum einen die Thriller-Challenge heißt irgendwann ein Thriller. Dieses Wort Thriller finde ich total schrecklich. Ne? Thriller, deswegen sage ich auch Thriller manchmal. Und zum anderen ein Buch lesen über 400 Seiten. Und dann noch das Must-Read, also ich lose ein Buch und dann muss ich das lesen. Und bei ihm, ihr müsst ein Buch in die Kommentare schreiben, aber das haben wir jetzt leider eingestellt. Vielleicht werden wir es bald weitermachen, beziehungsweise eine neue Challenge aufstellen. Und ich habe zu viel geredet. Oh, dann geht's weiter mit dem nächsten Punkt. Und zwar, wir haben neue soziale Netzwerke erstellt natürlich. Und zwar sind wir jetzt auf Twitter verfügbar. Sucht uns einfach mit Two Heads, wie ihr uns kennt, nur nicht mit O, sondern mit 0 statt O, weil Two Heads selbst war schon vergeben. Aber falls ihr euch nicht die Mühe machen wollt, bei Twitter Two Heads suchen, ist natürlich auch der Link in der Infobox vorhanden. Bald kommt am Ende des Videos sogar etwas, wo ihr dann drauf drücken könnt. Ich glaube schon, sogar bei diesem Video. Guck mal zum Ende durch. Vielleicht. Also ihr wisst noch nicht, war vielleicht. Und wir sind in Bearbeitung bei Lovely Books, heißt wir machen jetzt demnächst einen Kanal, ein Profil, was auch immer, wie man das nennt. Und so, wenn ihr da verfolgen könnt, was wir lesen gerade, wie weit wir sind, wie viel Prozent wir gelesen haben, was wir als nächstes lesen werden. Unsere Bücher, unser Bücherregal hier sozusagen auf Lovely Books und vielleicht auch mal schriftliche Rezensionen, aber da werde ich zu allen Büchern schriftlich Rezensionen, weil es ja auch ein bisschen Arbeit, man braucht ja auch ein bisschen Zeit dafür und deswegen nur zu den wichtigsten Büchern, beziehungsweise zu den Büchern, die wir gerade Lust haben und wenn wir Zeit und Lust haben, dann schreiben wir einfach eine schriftliche Rezension und veröffentlichen und die dann da, das wisst ihr. So, dann geht kommen wir zu einem speziellen Dank und zwar an den Buchtoaster. Vielen Dank, dass du uns in dein er hat uns nämlich in seinen Büchern, BookTube News erwähnt, beziehungsweise kleinen Ausschnitt von Ausschnitt. Nicht Ausschnitt, sondern Ausschnitt auch von uns da reingemacht und uns somit. Ach, ich weiß, welches Wort besucht. Kann man auch nicht drauf. Achso. Das bringt Vorstellung. Ja, Vorstellung. Vorstellungsvideo. Ein Vorstellungsvideo haben wir da gemacht und dann könnte man auch mal reingucken bei Poster. Erstmal beim Video, wie wir uns präsentiert haben. Ist auch unten verlinkt. Achso, ja, da könnt ihr unten reinklicken und dann findet ihr Poster. Sollen wir das Video verlinken oder den Kanal? Den Kanal. Das Video finden die schon selbst. Das ist nämlich BookTube News Hashtag 5. Meine. Ja. So, ja, achso. Ja, Hashtag. Die fünften. Der fünfte Teil. Ja. So. So, dann kommen wir zu einem späteren Vorhaben.
dafür brauchen wir nämlich eure Hilfe da draußen. Und zwar haben wir bald die 50 Abonnentenmarke geknackt. Danke nochmal an den Bootbooster, weil dadurch haben wir auch ein paar mehr Abonnenten bekommen. Danke, dass ihr unsere Videos schon schaut, aber mehr dazu gibt es dann, wenn wir 50 Abonnenten erreichen. Wir sind, glaube ich, gerade bei knapp 45 oder so. Wenn die 5 Abonnenten am Tag zugekommen sind, das klingt jetzt irgendwie so abogeil, ne? Ja. Also, auf jeden Fall, wenn wir 50 Abonnenten haben, dann kommt natürlich auch ein Special, und zwar anhand eines FAQs, also ein Frage-Special. Da könnt ihr uns eure Fragen stellen, die ihr habt. Aber es ist nicht sowas wie, welche Straße wohnt ihr oder wo wohnt ihr oder so. Stalker-Fragen beantworten wir natürlich nicht. Wir machen sowas, suchen uns selbst dann Fragen raus, blenden die wahrscheinlich dann sogar hier ein. Das wird sehr viel Mühe sein, aber egal. Ein Special kann gerne Mühe haben. Also halt zum Beispiel Fragen wie, was liest du gerade oder was liest du am meisten und sowas. Halt einfach... Wie alt seid ihr? Welche Klasse geht ihr? Wahrscheinlich steht das jetzt beides da unten, weil ich halt kreativ bin und euch alles vorsagen. Das könnt ihr sowohl unten machen in der Beschreibung, als auch auf Twitter, und zwar mit dem Hashtag AskPads. Ja, den Hashtag haben wir uns einfach gedacht. Was sollen wir für einen Hashtag nehmen? Ah, der Hashtag ist jetzt auch nochmal hier eingeblendet. Nee, brauchen wir nicht. Und der ist unten in der Infobox. Ja, AskPads. Und also AskPads langgeschrieben, aber das H ist groß. Ja. Was wollte ich noch sagen? Wir wissen, dass es etwas gedeckt sein könnte von anderen YouTubern, die ebenfalls immer einen Hashtag eröffnen, wenn sie Fragevideos machen, aber es ist halt eine tolle Idee. Und warum sollte man eine tolle Idee nicht weiterführen, wenn man Spaß daran hat und so Informationen leicht ranbekommt? Nämlich so haben wir einen guten Kontakt zueinander, einen Hashtag, dann können wir vielleicht eure Fragen sehen. Und ja. Und ja, ich denke mal, das war's. Wir haben euch alle unsere Informationen gegeben. Ja. Dann ja, unsere, ihr eure Informationen. Wir sehen uns aber im nächsten Video und tschüss. Tschüss. Das war's auch schon mit diesem Video. Und hier findet ihr jetzt ganz viele Sachen, und zwar einmal hier Twitter, da findet ihr unseren Twitter-Account. Auf dieser Seite findet ihr unseren neuen Lovely Books-Account, den wir jetzt endlich mal gemacht haben. Yay! Und in der goldenen Mitte, da findet ihr unseren YouTube-Kanal, wo ihr uns abonnieren könnt. Damit verabschieden wir uns für dieses Video, und ich hoffe, wir sehen uns mal beim nächsten Video, denn die nächsten Videos werden einfach nur toll. Unfassbar toll. Unfassbar. Und damit verabschieden wir uns und tschüss. Koloriert ein bisschen mehr.